Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um einige Ungeziefer gekümmert in dieser komischen Fabrik und ja, damit die letzte Nebenquest abgeschlossen, die wir ja machen müssen und also nicht müssen, aber ihr kennt mich natürlich müssen. Ich habe übrigens auch noch was an der Ausrüstung ein bisschen geändert und zwar ich habe Tifa hier mal den Sternreif gegeben und ja. Ja, mal zwei Materialien gegeben, einmal Glut und Luft, damit wir die nochmal leveln können. Ich habe da den Glut Materia von Cloud gegeben, weil er schon so ein bisschen gelevelt war und ja, habe mir gedacht, wenn ich glaube, ist vielleicht intelligenter, wenn wir so früh wie möglich hier Materia hochleveln, damit wir ja ach ja, ich kann ja auch mit ihr noch Waffen, glaube ich, genau, sie hat ja ein Level abbekommen. Ich habe ein bisschen hochleveln. Ja, wie gesagt, ist glaube ich ein bisschen intelligenter, wenn wir hier unsere Materie so schnell wie möglich hochleveln. Schaden von Entfesselungen zusätzliche Materia-Slot. Ich glaube, dann nehme ich erstmal zusätzlicher Materia, und dann kann ich mir noch was holen. Cool. TP-Maximum würde ich dann schon sagen. Ist ja auch eine Menge hat. Vielleicht Schaden nehmen sollen, aber was soll's. Dann cool, haben wir das Problem mit der Materie doch wieder hier gelöst direkt. Also nicht, was kann sie ja noch haben, was wir noch nicht haben. Auto Vita, das klingt vielleicht nicht schlecht. 100 FP braucht das nur, was so 10 mal pro Kampf. Medika, Widerstand, Antido. Ja, komm. Ich glaube, das ist wichtiger. Erstmal. Gut. Haben wir das erledigt. Und ja, ich habe übrigens auch den Untertitel abgestellt irgendwie. Also, ich habe den nicht komplett abgestellt, aber ich habe abgestellt, damit man nicht mehr die Namen der Charaktere sieht. Damit die nicht schon hier im Vorhinein gespoilert werden oder so. Ist ein bisschen spät, aber ja, besser spät als nie, ne? Und ja, ich habe diese Funktion in den Optionen entdeckt und habe das mal so gemacht. Jetzt dürfen wir zum Beispiel von ihr den Namen nicht sehen, sondern nur in Untertiteln. Ne? Ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich wieso in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich habe sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, alles Könner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Alter. Dieser alte Schachtel. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Okay. Was hatten die gegen mich, Mann? Ja, ich bin ein bisschen grumpy drauf, aber trotzdem. Erst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Okay. Filter. Hier. Ja, machen wir mal. Der Filter wurde ausgetauscht. Sind fertig. Warte kurz. Ich beeil mich damit. Na gut. Ein Boxsack. Gott. Dann erzähl, wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Die Nachrichten damals waren voll davon.
Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Keine Ahnung. Nichts Seltsames. Nichts Seltsames. Stimmt, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Trag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay, wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Male petzen. Okay? Okay. Das kam aber nicht so im Original vor. Okay. Da bist du ja wieder, du Pisser. Ich meine, hallo. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Okay. Mondsichel-Talisman, okay. Der sagt mir jetzt nichts. Ja. Und weil wie am Mond Nachthimmel funkelt, verringert erlittenen Charme, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Dort ist doch besser als gar nichts. Jetzt, wo ich. Also. Ist eigentlich perfekt für jeden außer Cloud, ne? Wenn ich gerade niemanden steuere. Okay. Wir sind fertig hier mit den Nebenquests. Das heißt, wir können endlich mal in der Story weitermachen. Yay! Yeah. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Müsste eigentlich schon direkt die nächste Mission jetzt wieder sein, ne? Wenn wir nach dem Original gehen. Aber wie gesagt, sind ja. Ist sicher erschöpft. Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Wieso ist jetzt irgendwas los? Ist jetzt nichts Neues oder so gekommen, oder? Nö. Okay, dann gehen wir da rein. Willst du zurück in die Bar? Ja. Nein. Willst du zurück in die Bar? Ja, will ich. So, wo ist mein Geld, Barrett? Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los. Ich habe Katzen gerettet. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission? Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja?
Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raftsan. Beeil dich, Tifa. Auf 777777. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Die Mission muss einfach irgendwas. Okay, ich mix dir was Passendes. Was Billiges. Wo mein Geld nicht wieder draufflöten geht. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Cosmo Canyon? Sieht toll aus. Aber das kommt doch gar nicht in diesem Spiel vor. Ich muss los. Anspielung an einen Ort, den wir gar nicht besuchen werden in diesem Spiel. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Willst du mir gerade Tifa ausreden? Wenn ich mich auf dich fokussiere. Ich meine, das kannst du auch so sagen, ne? Ich finde Jesse sympathischer als Tifa. Wohl. Meine ich jetzt nicht, dass ich Tifa nicht mag, aber ich war zwischen den beiden hätten. So, was soll ich denn jetzt genau machen? Ich soll mir die Lagebesprechung, ich soll hier rein, ne? Ne? Okay. Mixst du mir jetzt einen Drink oder was? War ein seltsames Mädchen. Die gelbe Blume. War ein seltsames Mädchen. Die gelbe Blume war ein seltsames Mädchen, ja. Hm. Oh, was läuft hier gerade? So, bin ich wieder zu blöd und habe irgendwas nicht gerafft oder? Oh, hier mit solch spielen. Du kannst einen Dartpfeil werfen. Die geworfene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Man wirft in die Runde mit drei Pfeilen.
auf 0 zu reduzieren. Für jeden Wurf gibt es eine Zeitbegrenzung, bis du dafür geworfen wird. Ja, ich würde das schon. Nächsten Wurf, ne? Ganz neu. Start, mein Gott. Ich werde das schon irgendwie. Bull. Okay. Gar nicht so einfach, muss man richtig. Dreck. Ist ja richtig. Richtig entspannt halten, ne? Dreck. Nein. Aber trotzdem 50, okay. Dreck. Wie viele Runden gibt es noch? Das ist die letzte, oder? War ich nicht eigentlich auch dabei in dieser Besprechung? Also. Das gibt's nicht. Kannst nicht mindestens da drin irgendwie landen. Ich weiß, man kann auch auf andere Sachen werfen als die Mitte, aber trotzdem. So weiß man sich genau die Zahl, ne? So, 50. So, da muss ich jetzt einfach nur hier treffen, ne? Boom. Passt. Gibt's nicht. Weil er jetzt. Das möchte ich nur die Mitte treffen. Ja, kein Ding. Das gibt's nicht. Jetzt muss ich das Ding treffen, ne? Und ich. Mann, bin ich gut. 14 Würfe. Keine Ahnung, ist das so? 8 Würfe. Ich bin hinter wortwörtlich jeden. Dann warte ich mal. Was ist denn da noch? Nix, ne? Egal. Ja, gut. Dann warten wir mal. Wenn ich Glück habe, kommt vielleicht mein Geld hier hochgeschossen. Okay, das ist schon mal gar nicht gut. Oh, ich sehe, sie hat Materie in ihren Handschuhen. Cool. Das ist schon mal gar nicht gut. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem. Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Ach, gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest.
Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jessie, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jessie! Ich hab Riesenkohldamm! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Oh Gott. Und Prost! Mann, das tut gut. Dann geh ich mal. Du alter Schluckspecht. Der nächste Anschlag wird leider noch gefährlicher. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Komm mich doch mal besuchen. Ich koche auch was. Und stell dir meine Katzen vor. Worüber haben wir gesprochen? Erst recht ein Grund mal ab. Wir drei wollten dich wirklich dabei haben. Hm? Wo waren wir? Genau. Einfach mal fünfe gerade sein lassen und das Leben genießen. Was willst du? Mehr Geld? Mehr gibt's nicht, kapiert? Wo waren wir stehen geblieben? Seit dem Rausschmiss aus der Hauptgruppe hatten wir ja auch nicht wirklich Grund zum Fall. Ich alle unterbreche. Wenn das hier vorbei ist. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Wir wurden nicht rausgeschmissen. Oh, dann gehe ich einfach. Ihr könnt mich mal. Ich gehe nach Hause. Das verdirbt mir total die Stimmung. Schnüffler von Shinra? Na gut. Dann gehen wir mal gucken, was wir als nächstes machen können. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Ich mal eine Sekunde aus dem Laden raus, schon verpfeife ich die. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Wollt ihr? Ihr seht irgendwie was nicht. Wir sind da ein Fluschen. Hey. Habt ihr mein Schwert gesehen? Ne? Ja gut. Warum nicht? Tun wir einfach mit irgendwelchen Gangstern hier Sache machen hier. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Wir gehen echt da rein. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst ja. Zumindest. Ja, hast du mal mein Messer gesehen? Pass auf, wo du mit deinem Messer hinsteckst. Sonst pass ich mal auf, wo ich mein Schwert hier reinramme. Mein Schwert ist größer also, als du. Wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Denkt sich nur, oh Gott, was ist der für ein Riesen? Oschi am Rücken. So, dann gucken wir mal. Ich nehme an, ihr habt alle, ihr seid alle gleichen Gegner, ne? Sieht so aus. Da war der gegen irgendwas anfällig, gegen Feuer. Habe ich nicht ausgerüstet geklaut, glaube ich. Ist das denn da am Boden? Was ist mit denen da los?
So, zack, zack, zack. Geschicklichkeitsbonus halten. Ja, warum hat der geglaubt, es wäre eine gute Idee gewesen? Warum habt ihr gedacht, es wäre eine gute Idee gewesen, mich anzugreifen? Guck mich an. Ich sehe so Anime aus und habe so ein gigantisches Schwert. Ne? Doch. Und jetzt, nachdem ich zwei erledigt habe, komme ich also, boah, was wollt ihr denn? War ja einfach. Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Was meinst du mit, was wollen die mit Barrett? Der ist ja nur irgendwie ein Anführer von einer Terroristengruppe oder so, ne? So, wo kann man das nochmal nachgucken? Schwertsturm. Ah, jetzt habe ich das auf ewig gelernt, ne? So wie ich das verstanden habe, oder? Weil ich das die ganze Zeit eingesetzt habe, oder was? War das so? Ich weiß das doch nicht mehr. Ich weiß, da wurde mir alles schon im Detail erklärt und so, aber... Das war jetzt schon ein paar Tage her, ne? Das war vielleicht zwei Tage her. Nicht schlecht, habt ihr das gesehen? Na gut, dann gehen wir auch pennen. Habe ich mir redlich verdient, ne? Vier halbnackte Typen kaputt gehauen, mehr oder weniger. Hi, Jesse. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Oh. Das ist die Anzahlung. Ifrit. Ah, davon habe ich gehört. Schwermaterial kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Esper können im Kampf gegen spezifische Gegner aufbeschworen werden. Die Materie löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Sobald diese voll ist, kann die Esper beschwören werden. Schwermaterie werden in einen speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Es kann nur eine Materie zur gleichen Zeit verwendet werden. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. So, erst einmal gehe ich pennen. Okay, cool. Man kriegt jetzt schon eine Beschwörmaterie. Nachdem man Midgar verlässt im Originalspiel, hat man die erste Beschwörmaterie bekommen. Also. So, ach, jetzt kann ich das hier reinpacken. Ifrit. Mit der Fertigkeit wie Feuer, die Hölle, das verheerende Feuerelement. Oh, da gibt mir ganzen. Der gibt mir einige Bonusse.
Okay, cool. Dann möchte ich auch sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch dann alle fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr euch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Danke schön fürs Zuschauen und tschüss.